Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ich möchte Ihnen heute alle wichtigen Aspekte vorstellen rund um das Thema Datenfluss. Und ja, wie Sie bestimmt wissen, die Datenmodelle bestimmter Applikationen können recht schnell sehr komplex werden. Und darunter leidet dann natürlich auch die Übersichtlichkeit. Und da helfen Abbildungen von grafischen Datenflüssen extrem weiter, vor allem wenn es darum geht, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Objekten zu verdeutlichen und diese auf einen Blick zu sehen. Oder um Zusammenhänge zu verstehen und die Fehlerursachenidentifizierung schneller durchführen zu können. Und da bieten grafische Darstellungen eine perfekte Ausgangslage, um solche Analysen durchzuführen. Die SAP-Standardmittel bieten uns leider einen ersten guten Überblick, aber nicht alle Zusammenhänge werden auf einen Blick sofort klar. Man muss sich schon noch extrem viel durchklicken, bis man die ganze Information zusammengesammelt hat. Und neben dieser Analyse möchten auch viele Unternehmen ihre Datenmodelle dokumentieren. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil man einfach aufgrund der fortlaufenden Änderungen im Datenmodell ist es Sisyphusarbeit, diese Dokumente aktuell zu halten, samt der angepassten Datenflussgrafiken. Und genau an dieser Stelle möchten wir mit dem DokuPerformer ansetzen. Wir möchten diesen Stein automatisiert ins Rollen bringen, sodass diese mühselige Arbeit nicht mehr manuell ausgeführt werden muss. Und das sorgt dann auch dafür, dass die Änderungen durchgehend berücksichtigt werden und dadurch dann auch aktuelle Dokumentation zur Verfügung gestellt werden können. Im heutigen Webinar möchte ich Ihnen dementsprechend zeigen, wie Sie Datenflüsse grafisch darstellen können im DokuPerformer von den verschiedenen Objekten und wie Sie komplexe Datenflüsse verständlicher machen können, wie Sie weitere wichtige Informationen hinzuladen können und wie Sie sie vor allem auch in eine Dokumentation integrieren können. Dementsprechend erstmal zu meiner Person. Mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich arbeite im Produktmanagement von Bluetelligence beim Team DokuPerformer. Und die heutige Agenda sieht so aus, wie man Datenflüsse abbilden kann von SAP BW und HANA-Objekten, wie man diese Abbildung erweitern kann mit weiteren Informationen, wie man dann anschließend komplexe Datenflüsse so bearbeiten kann, dass sie übersichtlicher sind. Und wie man dann die Datenflüsse auch integrieren kann in die Dokumentation. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Thema, nämlich inwiefern man komplexe Datenflüsse bewältigen kann, mithilfe des Doku-Performers. Erste Frage ist, wie kann man Datenflüsse überhaupt abbilden von SAP BW und HANA? Und erlauben Sie mir vorab ein paar allgemeine Sätze zum Thema SAP-Datenflüsse nochmal zu sagen, bevor ich explizit auf den Doku-Performer zu sprechen komme. Wie schon in der Einleitung bereits erwähnt, sind SAP-Systeme können sehr komplex sein und sie sind auch durchgehend Änderungen unterworfen. Und es gibt gleichzeitig auch sehr viele Anforderungen aus den verschiedensten Bereichen, wie zum Beispiel Fachbereich oder Wirtschaftsprüfer. Und diese Anforderungen benötigen meistens eins, Dokumentation und vor allem auch die Analyse des aktuellen Zustands. Und wie bereits erwähnt, helfen grafische Ansichten von dem Datenmodell, um solche Anforderungen wirklich auch umsetzen zu können. Und diese grafischen Abbildungen unterstützen vor allem bei Fehlerursachenanalysen. Das heißt, wenn beispielsweise Zahlen im Bericht nicht stimmen, dann ist es wirklich wichtig, dass man sehr schnell ermitteln kann, aus welchen Quellen die Daten im Bericht überhaupt kommen. Gleichzeitig auch bei Impact-Analysen, das heißt, wenn man einen Change-Request durchführen soll, dann ist es wichtig, dass man einen vollständigen Überblick über die wechselseitigen Objektabhängigkeiten besitzt, bevor man überhaupt etwas verändert. Einfach auch, um einem die Angst zu nehmen, etwas zu verändern, weil man einfach dann auch weiß, okay, hier ist jetzt keine wechselseitige Objektabhängigkeit mehr, das Objekt kann ich jetzt verändern. Gleichzeitig ist es auch natürlich wichtig zu wissen, aus welchen Quellen die Berichte ihre Daten bekommen. Was passiert mit den Daten auf dem Weg im Mapping? Und die Schwierigkeit dabei ist, dass man mit den SAP-Standardmitteln nicht alles lösen kann. Das heißt, zunächst einmal die Vollständigkeit ist nicht gewährleistet. Das heißt, die SAP-Welten werden nicht miteinander verbunden. Beispielsweise BW und BO kann man sich nicht auf einen Blick anzeigen lassen, welche BO-Berichte, BW-Objekte als Data Source verwenden. Gleichzeitig kann man auch nicht alle notwendigen Informationen direkt in den Datenfluss sich anzeigen lassen. Das heißt, gibt es irgendwo Lookups, die verwendet werden, um Daten außerhalb des Datenflusses hinzuzuladen? Wie sieht es mit den DTP-Filtern aus? Und kommen wir nun zum Doku-Performer, denn uns ist es wichtig, dass diese Funktion, die Datenflussfunktion, all diese Informationen auf einen Blick liefert.
Und die Datenflussfunktion ist eine zentrale Funktion im DokuPerformer, die schon sehr lange unterstützt wird. In den letzten Jahren wurde sie ausgebaut und inzwischen kann man schon ziemlich viel mit den Funktionen, die hinzugefügt wurden, machen. Die Funktion unterstützt den SAP-Nutzer bei den Business Analytics-Applikationen, um diese besser zu verstehen. Und die Informationsdichte geht weit über den Standard in SAP hinaus. Zunächst einmal, wenn man diese Datenflüsse sieht und all diese Informationen bekommt, dann hat man natürlich kürzere Antwortzeiten bei Fragen und Anforderungen an die IT. Es herrscht eine bessere Nachvollziehbarkeit bei Änderungen im System. Eine schnellere Bearbeitung der Anforderungen aus den Fachbereichen ist möglich. Dementsprechend eine verbesserte Übersichtlichkeit und wie erwähnt eine Beschleunigung der Fehleranalysen. Werfen wir jetzt mal einen detaillierten Blick darauf, welche Objekttypen unterstützt werden. Zunächst einmal im BW-Bereich unterstützen wir die Info-Provider, sowohl die klassischen als auch die BW-4HANA-Objekttypen. Dann haben wir noch weitere Objekttypen, die hier aufgelistet werden, die Infosets, die Characteristics vom Typ Info-Provider. Und genau, hier sind sie alle aufgelistet. Von all diesen Objekten können Sie sich den Datenfluss anzeigen lassen. Das alles geschieht über einen Rechtsklick auf das jeweilige Objekt und dann können Sie im Kontextmenü Display Data Flow oder Datenfluss anzeigen auswählen und anschließend öffnet sich solch ein Pop-up-Fenster und hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen. Wenn ich von einem Datenfluss spreche, dann meine ich zwei Ansichten, die wir anbieten. Zunächst einmal die Baumstruktur, die man sich anzeigen lassen kann und die Netzwerkgrafik. Das heißt, hier können Sie auswählen, welche von den beiden Anzeigen angezeigt werden soll. Gleichzeitig gibt es hier ein paar Restriktionen, die Sie machen können. Sie können hier entscheiden, ob Sie einen Offline-Datenfluss anzeigen lassen möchten. Das heißt, ob wir die Daten und Informationen verwenden auf Grundlage der letzten Synchronisation, die in Ihrer DokuPerformer-Datenbank abgespeichert sind, oder ob wir wirklich in Realtime ins System gehen sollen und dann anschließend einen Datenfluss generieren, wie er aktuell wirklich im System auch sich befindet. Zu den Data Flow Views komme ich noch im Laufe dieses Webinars, da werde ich noch was sagen. Bei Maximal Level kann man noch eine Restriktion setzen bezüglich der Level. Das heißt, wenn ich beispielsweise 20 Level habe und mir das ein bisschen zu unübersichtlich ist, ist das die erste Möglichkeit, die ich habe, um Übersichtlichkeit zu schaffen, indem ich die Level eingrenze. Dann kommen wir zum Datenfluss selbst. Das heißt, hier sehen Sie solch einen Datenfluss, der ausgeführt wurde. Das ist jetzt wirklich der Default-Datenfluss, der erscheint, wenn Sie einfach nur die Datenflussanalyse durchführen. Sie sehen das jeweilige Objekt, von dem Sie die Analyse gestartet haben und anschließend die ganzen Part-Provider und auch hier die ganzen Transformationen. Ich gehe gleich nochmal genau ein auf die ganzen Elemente bis zur Data Source, wie man hier sieht. Genau. Und das ist, wie gesagt, die Default-Ansicht. Sie können diese Ansicht erweitern. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Dann, wie schon bereits erwähnt, kann man den Datenfluss auch für weitere Objekttypen durchführen, für HANA Repository Views und für ABAP CDS Data Definitions und für DEDIC Views. Genau, das ist jetzt der erste Schritt gewesen, den wir gegangen sind. Das heißt, wie kann man die Datenflüsse sich anzeigen lassen? Im nächsten Schritt wollen wir jetzt weitere Objekte hinzufügen und das lässt sich durchführen, indem man in der Toolbar die verschiedenen Funktionen durchführt. Das heißt, wir haben hier verschiedene Funktionen, die man noch durchführen kann, sowohl im Netzplan als auch in der Baumstruktur. Das heißt, das gucken wir uns jetzt alles nochmal genau an in der Live-Demo. Das ist die initiale Ansicht vom DokuPerformer. Ich habe hier bereits die Objekte der Data Definitions mir hier geladen und kann hier über einen Rechtsklick, wie er erwähnt, den Datenfluss mir anzeigen lassen. Bei Data Definition sieht das wie folgt aus. Was ich auch machen kann, sind die Layer einblenden durch diesen Knopf. Vorab muss ich sie definieren. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal bei einem BW-Beispiel. Das heißt, hier haben wir die Data Definitions, wir haben hier die DEDIC Tables, die verwendet wurden. All das kann man sich dann hier einblenden lassen mit Hilfe der Datenflussanalysefunktion. Gut, kommen wir jetzt zu einem BW-Datenfluss. Ich habe mir hier einen Multiprovider anzeigen lassen und das ist der Datenfluss von dem Multiprovider. Und ja, was ich jetzt machen kann, ist mich hier durchnavigieren. Ich kann hier ranzoomen. Ich kann, wenn ich hier auf diese Hand-Button klicke, dann kann ich hier durchgehen und durchnavigieren, gucken, was für mich relevant ist. Ich kann mir auch, wenn ich möchte, noch die Transformation einblenden oder ausblenden. Was Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass hier schon in Transformation extra Inhalte drin sind. Das heißt, ich habe jetzt hier schon bestimmte Funktionen durchgeführt. Zunächst einmal habe ich den Lookup-Scan durchgeführt. Den Lookup-Scan finden Sie hier. Wenn man hier draufklickt, dann kommt man da
kann man ihn durchführen. Und was dann passiert ist, wir suchen nach Lookups in den Transformationen. Das heißt, wo wurden Infos außerhalb des Datenflusses hinzugelesen? Wir finden auch Nested Lookups, also verschachtelte Lookups in Unterprogrammen. Und die Resultate werden dann anschließend in den Transformationen angezeigt. Das heißt, hier sehen wir beispielsweise ein Lookup. Hier wurden Daten außerhalb des Datenflusses hinzugeladen. Und wenn wir nochmal ein bisschen weiter runtergehen, dann sehen wir auch nochmal hier Lookups auf Info-Object-Ebene. Wir können auch Methoden einblenden, wie man hier sieht. Des Weiteren, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe hier diese Funktion durchgeführt. Das heißt, ich habe mir die DTPs und Info-Packages inklusive ihrer Filter einblenden lassen. Dafür habe ich hier drauf gedrückt. Das heißt, hier werden dann auch im Endeffekt nochmal die Verwendung in Prozessketten angezeigt. Und gleichzeitig ist er jetzt auch hier wieder über die Transformation gegangen. Und er hat geguckt, welche DTPs und Info-Packages es gibt. Und in welchen Prozessketten sie vorkommen. Genau, das hilft natürlich herauszufinden, warum falsche Daten beispielsweise in Reports angezeigt werden. Möglicherweise gibt es Filter auf beispielsweise auf dem Kalenderjahr und das verhindert, dass die Daten aus dem aktuellen Jahr geladen werden. Und in SAP müsste man jetzt wirklich jeden einzelnen DTP aufrufen und die jeweiligen Filter prüfen. Hier sehe ich sofort, aha, hier ist beispielsweise ein Filter gesetzt auf Schweizer Franken und Euro. Genau, das sind jetzt die ersten beiden Informationen, die ich hinzuladen kann. Ich kann auch hier aus dieser Ansicht heraus weiterarbeiten mit den jeweiligen Elementen. Aus dem Kontextmenü heraus kann ich mir beispielsweise den Datenfluss anzeigen lassen von diesem Cube jetzt. Ich kann immer weitere Analysen durchführen. Ich kann hier beispielsweise nochmal den Verwendungsnachweis durchführen, wo der Cube genau verwendet wurde. Das können wir uns auch nochmal kurz anschauen. Das habe ich hier schon geladen. Das heißt, hier sieht man dann, in welchen anderen BW-Objekten der Cube verwendet wird und auch die Verwendungen in Prozessketten. Und gleichzeitig habe ich auch mir den Cube nochmal analysiert, um nochmal alle Elemente des Cubes mir nochmal anzeigen lassen zu können. Und wie Sie sehen, Sie können aus unserem Datenfluss heraus noch weitere Analysen durchführen. Genau, was noch möglich ist, ist beispielsweise Elemente zu kommentieren. Das sehen wir beispielsweise hier. Diese Transformation wurde kommentiert. Das ist möglich über einen Rechtsklick und dann Show Comment. Können wir uns mal anzeigen lassen. Und dieser Kommentar wird dann auch angezeigt in der Transformation im Datenfluss. Das heißt, wenn ich diesen Datenfluss exportiere oder in meine Dokumentation einbaue, dann wird auch dieser Kommentar mit angezeigt, der hier drin ist. Das ist natürlich auch sehr hilfreich, einfach wenn man irgendwas Spannendes findet, was es wert ist zu dokumentieren, dann hat man die Möglichkeit, das jeweilige Objekt zu kommentieren und das Wissen geht nicht verloren. Das heißt, das ist hier dieser Kommentar, den man hier pflegen kann im Endeffekt durch Edit und der wird dann hier angezeigt. Genau, das sind so die ersten Möglichkeiten, die es gibt. Des Weiteren, was ich vorhin schon gezeigt habe, man kann die Layer einblenden. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, dann sehen wir die verschiedenen Layer. Das heißt, wenn man eine Layer-Staging-Architektur verwendet, dann hat man die Möglichkeit, diese manuell einzubauen in den Doku-Performer und anschließend werden die jeweiligen Objekte automatisiert den Schichten, den Layern zugeordnet. Das schauen wir uns mal kurz an, wie das funktioniert. Das kann ich hier machen und einstellen. Hier finden wir nochmal die verschiedenen Layer wieder, die gepflegt wurden. Und wie Sie hier schon sehen, hier befindet sich der Multiprovider und ich kann dann hier draufklicken und auf Edit klicken und jeweils einstellen, beispielsweise welche Objekttypen dieser Layer-Schicht zugeordnet werden sollen. In dem Fall HANA Composite Provider und Multiprovider. Und gleichzeitig kann man auch einen Namensraum definieren. Da man ja natürlich dann im Endeffekt, wenn man solch eine Architektur verwendet, die Namenskonvention auch so definiert, dass der Anfangsbuchstabe der jeweiligen Objekte der Layer entsprechend ist. Genau, dann kann ich das hier alles einstellen. Ich kann auch sagen, bitte alle Objekte einer bestimmten Info-Area sollen der jeweiligen Layer zugeordnet werden. Und wenn ich das gemacht habe und alles definiert habe, wie gesagt, das muss manuell passieren, dann kann ich hier draufklicken und dann werden die Layer auch mit angezeigt und auch das wird berücksichtigt bei der Dokumentation. Das nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, sind die Queries. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, dann werden mir alle Queries angezeigt, die auf dem jeweiligen Info-Provider basieren. Und hier sehe ich beispielsweise diese Auswahl. Ich kann auswählen, welche Queries mit angezeigt werden sollen und gleichzeitig noch, dass die BO-Berichte mit angezeigt werden. Das heißt, hier verbinden wir jetzt die BW- und BO-Welt miteinander und schaffen hier auch eine Ganzheitlichkeit.
Genau, das wird jetzt hier geladen. Das heißt, hier sehen wir jetzt auf der Presentation Layer verschiedene Berichte, BW-Berichte und auch Berichte, die auf dem BO-Server liegen, wie Design Studio. Genau, all das habe ich mir jetzt hier hinzugeladen. Und was ich dann machen kann, ist, ich kann es mir beispielsweise exportieren. Ich kann es mir als Bild exportieren, ich kann es mir auch als Word dokumentieren und hätte diese Ansicht dann in Word. Das schauen wir uns aber gleich nochmal bei dem Thema Dokumentation an. Gut, das sind die Funktionen, die es in diesem Tab gibt, in der Netzwerkansicht. Und gehen wir jetzt mal in die Preview. Da habe ich schon in der Baumstruktur habe ich schon einige Funktionen hinzugeladen. Das heißt zunächst einmal die DTP-Analyse, die ich vorhin geladen habe, wird auch nochmal hier in der Baumstruktur mit angezeigt, die jeweiligen DTP-Filter. Gleichzeitig habe ich noch die Prozessketten hinzugeladen. Was ich noch gemacht habe, ist diese Analyse. Da kann ich mir nochmal die Datensätze in den Tabellen der jeweiligen Info-Provider anzeigen lassen, wie viele es gibt. Das heißt, das sehen wir dann hier, das ist die jeweilige Tabelle des Info-Provider, die jeweiligen Tabellen und hier dann nochmal die Anzahl der Datensätze. Gut, ich denke mal, dann sind wir hier erstmal durch. Die letzte Funktion, die ich Ihnen zeigen möchte, ist die Mapping-Analysis für einzelne Info-Objects, das heißt, ich kann hier draufklicken, dann werden mir erstmal alle Info-Objects oder Felder angezeigt des jeweiligen Info-Provider und dann kann ich mir hier beispielsweise etwas aussuchen, machen wir mal nur Calday, kann auf Start klicken und was jetzt passiert ist, der Doku-Performer guckt im Datenfluss nach, was passiert mit den Daten an den verschiedenen Transformationen, das heißt, die Datenherkunft wird identifiziert, aus welchem Quellsystem kommt es und aus welchem Feld. Genau, das sehen wir jetzt hier nochmal etwas genauer und dann sehen wir halt, dass das hier aus Änderungsdatum kommt und dann hier aus Belegdatum, das heißt wirklich, was passiert mit dem Info-Object über den Datenfluss, wie sind die Fortschreibungen, wir sehen auch Startroutinen, das heißt, die können wir uns auch nochmal mit anzeigen lassen, indem wir hier auf Show Source Code drücken und das ist natürlich alles sehr hilfreich für eine Ad-Hoc-Fehlerursachen-Identifizierung. Das heißt, hier die Startroutine können wir uns hier nochmal anzeigen lassen. Das ist dann auch nochmal hier drin. Auch nochmal als Information für Sie, all diese Informationen, die Sie hier sehen, all diese, diesen Quellcode, können wir komplett integrieren in die Dokumentation. Also all das ist wirklich auch mit drin. Gut. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt diese Analyse durchgeführt für ein einzelnes Info-Object. Aber all das ist auch durchführbar für alle Info-Objects und Felder eines Info-Provider. Das habe ich vorhin erwähnt, das ist das sogenannte Data Lineage. Und wenn wir das dann im Endeffekt generieren, das heißt, auch hier können wir einen Rechtsklick auf das jeweilige Objekt machen und können dann auf BW Data Lineage klicken. Was dann generiert wird, ist solch ein sehr umfangreiches Excel-Dokument. Und was wir dann hier sehen, ist erstmal eine kleine Übersicht, was für Sheets erstellt wurden. Und hier sehen wir dann im Endeffekt das Mapping aller Info-Objects und Felder eines BW-Info-Provider bis zur Data Source oder einem definierten Endpunkt. Und im ersten Sheet sehen wir erstmal das Zielfeld, das heißt 0 Calday, das haben wir vorhin schon analysiert. Und dann sehen wir die Quelle, erstmal das Quellfeld, das ist das hier. Und auch das Quellobjekt, das ist in dem Fall die Data Source. Und all das machen wir im Endeffekt für alle Info-Objects und Felder. Hier sehen Sie wirklich Ziel und Quelle, also Ziel und aus welcher Quelle kommt es überhaupt, auf der letzten Ebene sozusagen. Im zweiten Sheet sehen wir wirklich alle Level, was passiert auf den jeweiligen Level. Das heißt, bei 0 Calday sehen wir wieder das Zielfeld und ganz am Ende wieder zum Beispiel auf dem vierten Level das Quellfeld, das wir vorhin in diesem Sheet gesehen haben. Und dann können wir uns hier durchhangeln und sehen, auf dem ersten Level ist das Feld hier 0 Calday aus diesem Cube. Dann sehen wir, was in der Transformation passiert zwischen diesem Cube und dem DSO. Und dann sehen wir hier wieder das nächste Feld und das jeweilige Objekt. Und es gibt definierte Endpunkte, beispielsweise Konstanten oder Read Master Data von Info-Objects, DSOs und ADSOs, Expertenroutinen, Data Sources oder wenn es wirklich kein weiteres Mapping mehr gibt. Das heißt, überall, wo auf dem Weg im Mapping Routinen vorkommen, zeigen wir das Icon jeweils hier so an, das heißt SE. Das hat einfach den Hintergrund, weil wir nur ein 1:1 Mapping anzeigen und tendenziell kann ja jede Start- und Endroutine solch ein Mapping überschreiben. Und wenn das passiert, dann sagen wir, okay, hier ist solch eine Routine drin und dann muss man in den Doku-Performer nochmal gehen und kann sich nochmal genau das Coding anzeigen lassen.
Einfach nur, wenn wir das alles in die Excel integriert hätten, dann wäre es wirklich sehr unübersichtlich, dieses ganze Coding sich anzeigen zu lassen. Ende August haben wir nochmal ein Webinar zum Thema Data Lineage und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn Sie nochmal dran teilnehmen. Dann erfahren Sie auch mehr über Data Lineage. Gut. Ja, das Thema Vollständigkeit ist im Kontext der Datenflüsse natürlich ein sehr wichtiges Thema, aber gleichzeitig kann diese Vollständigkeit bei komplexen Datenflüssen auch schnell zu Unübersichtlichkeiten führen. Und deswegen bieten wir eine neue Funktion an, die Abhilfe schaffen soll, die sogenannten Data Flow Views. Das heißt, schauen wir uns das mal kurz an. Was sind diese Data Flow Views? Es sind selbst erstellte Objekte im DocuPerformer. Sie stellen einen Abriss dar eines bestimmten Datenflusses, den man sich selbst erstellen kann. Das heißt, man verbessert somit die Übersichtlichkeit bei komplexen Datenflüssen und dementsprechend können die Analysen schneller durchgeführt werden. Das heißt, wie Sie vorhin gesehen haben, habe ich Analysen durchgeführt und dabei habe ich wirklich alle Elemente analysiert des Datenflusses. Wenn Sie Data Flow Views verwenden, dann können Sie Objekte ausschließen aus dem Datenfluss und können anschließend die Analysen nur für ausgewählte Elemente ausführen. Gleichzeitig macht es natürlich auch aus der Business-Sicht Sinn, den Datenfluss nach verschiedenen Bereichen aufzuteilen. Was Sie tun können, Sie können, wenn Sie den Datenfluss öffnen, einfach hier auf Speichern klicken und anschließend können Sie den jeweiligen Datenfluss hier auswählen. Das heißt, wenn ich hier solch einen Datenfluss habe, ist jetzt nicht wirklich komplex. Hier könnte ich zum Beispiel sagen, das ist jetzt ein Data Flow View, nämlich Contract Management, das ist einer und vielleicht noch eine Ebene tiefer, das ist auch ein Data Flow View. Und hier nochmal ein kleines Video, wie man das erstellen kann. Das heißt, ich kann mir zunächst einmal beispielsweise den Datenfluss anzeigen lassen erneut, kann dann anschließend Pfade, die für mich nicht relevant sind, ausschließen über das Kontextmenü und kann mir dann diesen Abriss abspeichern über diesen Button, kann dem Data Flow View einen technischen Namen geben alles abspeichern und anschließend, wenn ich jetzt nochmal kurz in einen anderen Datenfluss gehe, in den ganz normalen, kann ich dann, wenn ich nochmal auf den Data Flow View gehe, wird mir dann nur dieser Datenfluss wirklich geladen. Und das ist der Data Flow View, den zeige ich Ihnen gleich nochmal in der Live-Demo und unter anderem können Sie diesen Data Flow View integrieren in Ihre Dokumentation, wie ich das bereits erwähnt habe. Das heißt, Sie können es in eine ganz normale Standarddokumentation integrieren oder wenn Sie einfach nur ein Objekt dokumentieren über Rechtsklick oder auch in Ihr Szenario. Sie können Objekte eines bestimmten Datenflusses komplett zuweisen in einem Szenario und Sie können diese Data Flow Views, die ich Ihnen gezeigt habe, integrieren in eine Dokumentation. All das passiert hier bei den Szenarien, das sehen wir auch gleich nochmal, über diesen Button können Sie das Data Flow View auswählen hier. Nochmal ganz kurz zu den Szenarien. Szenarien sind im Endeffekt eine Projektdokumentation oder eine Dokumentation einer Applikation. Inhalt dieses Szenarios sind beispielsweise existierende Dokumente, Word-Files, die man integrieren kann, die technische Dokumentation von Objekten inklusive der Data Flows und Data Flow Views und die Kommentare der Objekte. Das habe ich Ihnen vorhin gezeigt. Sie können ja im Datenfluss Kommentare einfügen und diese sind auch Teil der Dokumentation. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise mir mal diesen Datenfluss hier öffne von diesem HANA Composite Provider, dann könnte ich jetzt indem ich alles markiere und über einen Rechtsklick sagen Szenario Assignment. Ich kann jetzt die Objekte, die Elemente einem Szenario zuordnen. Ich wähle dann das hier aus, drücke auf Assign. Und was wir jetzt sehen, wenn ich in das jeweilige Szenario gehe, das heißt, jetzt sehen wir, dass die Objekte, die ich jetzt vorhin markiert habe, hier ist der HANA Composite Provider, hier sind die jeweiligen Transformationen und die Part Provider, die Data Sources, all das wurde jetzt dem jeweiligen Szenario zugewiesen. Und wenn wir jetzt das Szenario nochmal öffnen, dann sehen wir hier einen HANA Composite Provider, wir sehen hier nochmal die Part Provider, die Data Sources, genau. Das heißt, das ist die Möglichkeit, wie ich Objekte einem Szenario zuweisen kann. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Change Request durchführen soll und nur
nur Objekte aus beispielsweise diesem Pfad betroffen sind, dann könnte ich auch hier wieder sagen, okay, diesen Pfad brauche ich jetzt nicht und diesen Pfad brauche ich auch nicht. Möchte jetzt dokumentieren, was ich genau gemacht habe und eigentlich ist auch nur dieser Pfad für mich relevant. Dann könnte ich nur diese Objekte dem Szenario zuweisen. Ich speichere mir das ab als Open Purchase Orders Data Flow View 2. Und diesen Data Flow View kann ich dann anschließend hier nochmal bei dem jeweiligen HANA Composite Provider auswählen. Das ist dann ein Offline Data Flow View und hier wäre dann der Data Flow View. Wenn ich dieses Szenario dokumentiere, dann wird nur dieser Datenfluss angezeigt. Ich kann auch zusätzlich die Layer mit anzeigen lassen, die Kommentare in den Transformationen mir mit einblenden lassen. Ich kann den Lookup-Scan auch durchführen und genau, all das ist auch möglich. Und wenn ich dann im Endeffekt auf Export klicke, dann sehen wir nochmal kurz, kann ich Ihnen nochmal ein Szenario zeigen. Das ist jetzt solch ein Szenario. Ich habe wirklich nur die Objekte dem Szenario zugewiesen, die aus dem jeweiligen Pfad, der auch betroffen ist. Und wenn wir uns das mal kurz anschauen, dann sehen wir zunächst einmal, dass man auch die Möglichkeit hat, hier ein eigenes Word-Template einzubinden in den Doku-Performer, welches man dann anschließend auswählt. Man kann hier weitere Textmarken setzen, die automatisiert ausgefüllt werden. Dann haben wir hier ein Inhaltsverzeichnis, das generiert wird mit den jeweiligen Objekten, die hier auch drin sind. Wir sehen Kommentare, die hinzugefügt werden. Hier ist der HANA Composite Provider. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich erstmals den HANA Composite Provider komplett die Abbildung komplett anzeigen gelassen habe. Und hier sind auch die Ergebnisse des Lookup-Scans. Dann haben wir nochmal hier wirklich die ganzen umfangreichen Dokumentationen nochmal vom HANA Composite Provider. Das heißt, hier wird mir auch nochmal das Datenmodell präsentiert in der Dokumentation. Das ist die Standarddokumentation, die ein HANA Composite Provider anbietet. Sie können den Detailgrad auch verändern. Das heißt, wenn Ihnen das nicht detailliert genug ist, können Sie den Detailgrad noch erhöhen beispielsweise oder auch verringern, je nach Zielgruppe und je nach Intention, wofür die Dokumentation verwendet werden soll. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter scrollen, dann sehen wir gleich auch, genau, hier ist jetzt nochmal der gleiche HCPR von oben, nur hier habe ich wirklich als Grundlage den Data Flow View verwendet, den ich jetzt vorhin auch erstellt habe. Das heißt, hier sehen wir jetzt wirklich nur diesen für uns relevanten Strang und sehen dann auch jeweils hier TEPM, TEPM, das ADSO samt der technischen Dokumentation. Genau, das heißt, hier haben Sie wirklich nochmal die Möglichkeit, explizit einzugrenzen, welche Informationen sollen abgebildet werden in der Dokumentation. Ich komme jetzt so langsam zum Ende. Nochmal ganz kurz als kleines Resümee, was sind so die Vorteile von den Datenflussanalysen, die der DokuPerformer anbietet? Zunächst einmal können Sie sich die gesamten Datenflüsse von BW und HANA-Objekten sich anzeigen lassen. Sie können dadurch wirklich die ganzen wechselseitigen Abhängigkeiten verstehen und die ganzen Zusammenhänge verstehen. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, alles auf einen Blick nochmal zu sehen. Sie können wertvolle Informationen einblenden, wie ich Ihnen gezeigt habe. Das heißt, Sie können Queries einblenden. Sie können wirklich sehen, okay, welche BO-Berichte basieren auf diesen Queries. Sie können einen Lookup-Scan durchführen, um wirklich nochmal Informationen zu identifizieren, die außerhalb des Datenflusses hinzukommen. Und das unterstützt Sie dann dementsprechend natürlich bei Change Requests und Impact-Analysen, auch bei der Identifizierung von Fehlerursachen, wenn beispielsweise falsche Werte in Reports abgebildet werden. Dann können Sie sehr schnell einfach im Endeffekt Ergebnisse bekommen und müssen nicht mehr manuell danach suchen. Sie können irrelevante Informationen ausblenden aus der Ansicht, wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Sie können dann im Endeffekt diesen Abriss, den Sie erstellt haben, speichern als Data Flow View und können dann mit ihm weiterarbeiten. Und diesen Data Flow View können Sie auch im Endeffekt integrieren. So die ganz normale Datenflüsse können Sie in Ihre Projektdokumentation integrieren, einfach nur um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Sie profitieren natürlich davon, dass Sie im Endeffekt einfach immer aktuelle Datenflussabbildungen in Ihren Dokumenten haben. Das heißt, wir gehen immer ins System, wenn wir auf
Wenn wir auf beispielsweise auf Online-Datenfluss klicken, dann gehen wir wirklich jedes Mal ins System rein und checken, okay, wie sieht der Datenfluss aus? Was hat sich verändert? Und bei der Generierung berücksichtigen wir all diese Veränderungen und dementsprechend wird der Datenfluss auch abgebildet. Gut, zu guter Letzt, falls ich irgendwelche Funktionen vorgestellt habe oder Komponenten, die Sie noch nicht lizenziert haben, dann können Sie uns entweder anschreiben und wir können Ihnen nochmal eine individuelle Web-Session anbieten, in der wir wirklich nochmal explizit auf Ihre Fragen eingehen können und in welcher wir Ihnen auch die relevanten Funktionen präsentieren können. Sie können die jeweiligen Funktionen 60 Tage vollumfänglich testen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir einfach bei Ihnen vorbeikommen können und wenn wir in Ihrem System nochmal die verschiedenen Funktionen vorstellen können. Gut, ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Webinar nochmal alle relevanten Informationen vermitteln bezüglich des Datenflusses, inwiefern Sie den Datenfluss mittels des DokuPerformers wirklich intensiv analysieren können. Und ja, damit bin ich am Ende meines Webinars. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen ja, sonnigen Dienstag und ich hoffe, dass Sie auch bei den zukünftigen Webinaren dabei sind. Vielen Dank. Tschüss.